Da selbst auf einer DVD 9 nicht unendlich Platz ist, mussten wir das Video zu Breath of Fire leider verschieben. Deshalb reichen wir euch die bewegten Bilder jetzt nach. Wir steigen in das Szenario ein, das ihr in Breath of Fire am häufigsten sehen werdet, den Kampfbildschirm. Die Scharmützel verlaufen nach einem rundenbasierten System. Jedes Manöver, ob Bewegung, Attacken oder Magie, kosten sogenannte Aktionspunkte. Habt ihr alle Aktionspunkte verbraucht, ist das nächste Mitglied eurer dreiköpfigen Gruppe oder der Gegner am Zug. Der grüne Kreis, den ihr gerade seht, zeigt euren maximalen Aktionsradius an. Wenn ihr euch bewegt habt, könnt ihr in dem Menü, das ihr gleich rechts unten seht, genau dort, eine Attacke auswählen. Diese könnt ihr dann wiederholen, indem ihr dieselbe Taste drückt, in diesem Fall Kreis, oder ihr löst eine deutlich mächtigere Combo aus, indem ihr die R2-Taste drückt. Die Kämpfe in Dragon Quarter sind ziemlich schwer, da die Gegner oft ziemlich viel Energie haben und auch ziemlich kraftvolle Attacken im Gepäck haben. Hier schnappen wir uns gerade einen der Schlüssel, die auf jeder Dungeon-Etage zu finden sind. Meistens müsst ihr nur die richtigen Feinde töten, um ihn zu ergattern. Mit dem Schlüssel öffnet ihr dann Schatztruhen, in denen Fähigkeiten oder Gegenstände versteckt sind. Ansonsten kommen Freunde der gepflegten Dungeon-Erforschung nicht wirklich auf ihre Kosten, da außer den Schatztruhen und diesen Kisten, die ihr gerade gesehen habt, nicht viel zu finden ist. Zum Schluss zeigen wir euch noch das namensgebende Drachen-Feature. Um euch mit Ryu in ein solches Ungeheuer zu verwandeln, müsst ihr einen sogenannten D-Sprung ausführen. Das Problem an der Sache ist, dass jeder dieser Sprünge den D-Counter rechts oben im Bild um ein paar Prozentpunkte hochtreibt. Steht dieser auf 100, ist das Spiel vorbei. Deshalb müsst ihr diese Option äußerst sparsam einsetzen. Unser Fazit: Breath of Fire Dragon Quarter ist ein knüppelhartes Japanerrollenspiel, das wir aufgrund seines knackigen Schwierigkeitsgrades nur RPG-Profis empfehlen. Ihr habt eine Menge dazugelernt. Hey, halt! Wir sind noch nicht fertig! Wie gefällt euch das? Gut gemacht. Tja, die Jugend. Ungestüm und unbeherrscht. Kark, einer der zwei Hauptcharaktere in Ark, Twilight of the Spirits, hat es seinem Lehrer so richtig gezeigt. Er will endlich Selbstverantwortung übernehmen. Nachdem er sich von seiner Mutter verabschiedet hat, möchte er Dampf ablassen. Er läuft durch seine wunderschöne Heimatstadt und gelangt zur Weltkarte. Die ist recht linear geraten. Abstecher zu Nebenschauplätzen sind selten möglich. Wir wählen unser nächstes Ziel, das Tal der Drachengebeine. Und Kark macht sich auf den Weg. Ach ja, auf längeren Wegstrecken kann es schon mal zu Zufallskämpfen kommen, so wie hier. Ark, Twilight of the Spirits, ist ein Strategierollenspiel. Das heißt, Freunde und Feinde sind auf einem Schlachtfeld verteilt, nacheinander kommen alle Charaktere dran und dürfen einen Spielzug absolvieren. Ark macht euch den Einstieg sehr leicht. In der blauen Fläche kann sich ein Held frei bewegen. Mit der R1-Taste blendet ihr einen roten Umkreis ein. Der orangene Zielkegel zeigt den Bereich an, in dem ihr Gegner angreifen könnt. Praktischerweise dreht sich der Held beim Einstellen des Ziels nur um die eigene Achse. Manche Mitstreiter können mehrere Gegner auf einmal vermöbeln. So sollte man immer nach Gegnerperks Ausschau halten, sich aber nicht zu weit vorwagen, sonst gibt es Dresche von den Widersachern. Szenenwechsel. Zu Beginn sprach ich von zwei Hauptcharakteren. Dies ist der zweite, Dark. Er ist Karks Bruder und erlebt im Spiel seine eigene Geschichte. Doch keine Bange, an bestimmten Punkten im Spiel wechselt die Handlung automatisch zum anderen Helden. Verwirrung kommt also nicht auf. Hier bereitet übrigens eine Weggefährtin Darks eine magische Attacke vor. Davon lernt ihr nach und nach mehr dazu. Die Effekte sind recht hübsch anzusehen und der Angriff hat den Gegner das Leben gekostet. Das wollten wir ja erreichen. Mich hält niemand auf! Zurück zu Karks Gruppe. Weil unsere Kämpferin Paulette einige Treffer eingesteckt hat, darf sie jetzt einmal besonders heftig zuschlagen. Wir suchen uns einen Gegner aus. Ja, der passt. Und zusammen mit Maru schlägt sie zu. Schön vorsichtig sein. Hier komme ich! Die Stimme ist der Wahnsinn und zum Glück ein Ausrutscher. Alle anderen Charaktere sind gut vertont.
Aufgrund der kompletten Eindeutschung und des milden Schwierigkeitsgrades spricht ARK vor allem auch Einsteiger an. Wem Final Fantasy Tactics zu komplex ist, der sollte diesem Spiel eine Chance geben. Vergesst es! Hallo liebe Kellerkinder. Nein, das hier sind keine IKEA-Möbel im Drogenrausch und das ist auch keine Mittelalter-Variante des verrückten Möbelhauses aus Schweden. Was ihr hier gerade seht, ist Baldur's Gate Dark Alliance 2 in der PS2-Version. Die Geschichte des Action-Rollenspiels knüpft direkt an den Vorgänger an. Die fiese Eldrith ist besiegt, die alten Helden sind verschwunden. Zum Glück stehen 5 neue Charaktere bereit, um den überall lauernden Bösewichtern mit Magie, Schwert oder Pfeilen ordentlich einzuheizen. Das Spielprinzip von Baldur's Gate ist ziemlich simpel. Ihr sucht euch einen der 5 vorgefertigten Helden aus, schnappt euch einen Auftrag und macht danach vom Skelett bis zur Riesenspinne alles platt, was euch an die Wäsche, an die Rüstung will. Abhängig von eurem gewählten Charakter habt ihr unterschiedliche Möglichkeiten, der miefigen Meute Herr zu werden. Der Dunkelelf-Nekromant, den ihr hier gerade seht, ist im Nahkampf ungefähr so geschickt wie Kollege Kai auf einer Tanzmatte. Dafür kann er hervorragend zaubern, also suchen wir uns einen passenden Zauberspruch aus, das seht ihr gerade links unten im Bild, und sorgen für behagliche Wärme in klapprigen Knochengerüsten. Im Notfall kann der Totenbeschwörer sich sogar noch einen knochigen Kameraden herbeizaubern. Der hat zwar kaum noch Fleisch auf den Rippen, kann dafür aber trotzdem tierisch austeilen. Habt ihr genügend Gegner geplättet, steigt euer Charakter einen Level auf. Achtung, Ruckeltest! Nee, läuft sauber. So, jetzt haben wir nicht nur die Heldin, sondern auch die Plattform gewechselt. Wir sind hier gerade auf der Xbox unterwegs. Wer sich in dem Level umschaut, könnte fast meinen, die Umbrella Corporation hätte eine Zweigstelle in Baldur's Gate eröffnet. Irgendwie kommen mir die ganzen Viecher bekannt vor. Technisch gleichen sich die PS2 und Xbox-Versionen wie ein Ork dem anderen. Sie sehen identisch aus, ruckeln nicht und benutzen dieselben Effekte. Eine der wenigen Neuerungen in Dark Alliance 2 ist die Möglichkeit, Waffen aufzumotzen. Dazu benötigt ihr Kohle, eine geeignete Waffe und Edelsteine, von denen ihr jede Menge in den Dungeons findet. Diese Edelsteine pfropft ihr dann in die dafür vorgesehenen Slots, ihr seht das hier gerade, und schon habt ihr aus einem Schnicki-Schnacki-Schwert ein Superior Templar's Short Sword gemacht. Damit kann man natürlich deutlich besser aufräumen als mit der Standardwaffe. Damit die Monstermetzelei auf Dauer nicht zu langweilig wird, haben die Entwickler ein paar kleine Geschicklichkeitspassagen eingebaut. Mal müsst ihr innerhalb eines Zeitlimits aus einem Labor entkommen, brennenden Pfeilen ausweichen oder wie hier versuchen, aus einem einstürzenden Haus abzuhauen. So, zum Abschluss gibt's hier noch ein paar Bilder des Multiplayer-Modus der Xbox-Version. Ich muss sagen, Baldur's Gate 2 hat mir sehr gefallen, aber ich mochte ja auch den Vorgänger schon und bin bekennender Gauntlet-Fan. Leute, die auf storylastige Rollenspiele mit vielen Rätseln und tollen Zwischensequenzen stehen, sollten von Baldur's Gate 2 lieber die Finger lassen. Wer den Vorgänger mochte, kann bedenkenlos zuschlagen. Mitten in der Atomwüste liegt die kleine Stadt Carbon. Doch was einst als Sinnbild des ruhigen, ländlichen Amerika galt, ist heute eine Geisterstadt. Die letzten Bewohner sind durch Angst und Streit zutiefst demoralisiert. Mit nur wenigen Vorräten ausgestattet, betritt der Bruderschaftsneuling die gepeinigte Stadt. Der Auftrag scheint harmlos zu sein. Es gilt, mit einer Gruppe von Paladinen der Bruderschaft Kontakt aufzunehmen. Doch in der atomaren Wüste ist nichts so einfach, wie es scheint. Diese leicht vermoderte Gestalt mit dem männlichen Gang hier ist nicht etwa eines der Monster in diesem Spiel. Nein, nein, das bin ich. Ich sehe natürlich nicht immer so aus, sondern nur, wenn ich Fallout Brotherhood of Steel spiele. Worum geht's? Ihr seid in einem Endzeit-Szenario, das heißt, das Ganze spielt nach einem atomaren Krieg. Die Menschheit hat eine ganze Zeit lang in Bunkern gelebt, kommt gerade mal so wieder aus diesen Bunkern raus und muss feststellen, dass die Welt in Schutt und Asche liegt
Und vor allem, dass es eine handfeste Bedrohung gibt in der Form einer Mutantenarmee. Ihr seid Teil der sogenannten Bruderschaft. Das sind ein paar Leute, die es sich auf die Fahne geschrieben haben, die Technik wieder zu entdecken und gegen die Mutantenbedrohung vorzugehen. Am Anfang des Spiels seid ihr extrem spärlich ausgerüstet, wie ihr hier seht, und auf der Suche nach einigen Paladinen eurer Bruderschaft, denen ihr euch anschließen sollt. Das Ganze beginnt so ein bisschen mit einer kleinen Prügelei in der Kneipe. Also eher harmlos. Weitet sich dann aber zu einer mächtigen, weltumspannenden Verschwörung aus. Während ihr hier mal die grundlegende Spielmechanik in Aktion seht und ich die ersten Banditen vermöble, eine kleine Warnung. Ich werde gleich Sachen zeigen, die erst sehr spät im Spiel vorkommen. Wer also zum Kauf entschlossen ist und sich das nicht versauen will, der sollte gleich besser abschalten. So, zurück zum Spiel. Ihr seht, ich vermöbel hier gerade immer noch die ersten Banditen. Die eine kleine feige Ratte hier hat sich hingehockt und so. Erst einen auf dicke Hose gemacht und jetzt plötzlich ganz klein. Trotzdem alles eher unspektakulär und deshalb machen wir mal einen kleinen Zeitsprung. Das sieht doch schon ganz anders aus. In dem Spiel gibt es einen riesen Haufen Waffen. Vom selbstgebastelten Lasergewehr über Schädelspalter, Nahkampfwaffen, Granaten, Plasmagewehre, da kann man sich voll austoben. Es gibt auch eine Reihe von Munitionstypen, ihr müsst also immer darauf achten, dass ihr auch die richtige Munition für die richtige Waffe jederzeit parat habt. Ich habe jetzt hier mal meine Laserpistole ausgewählt. Ich habe nämlich meinen Charakter so ausgebaut, dass er mit Energiewaffen ganz besonders viel Schaden anrichtet. Das heißt, für mich sind alle Laserwaffen und Plasmawaffen erste Wahl. Ihr seht, das geht hier schon ganz anders zur Sache als eben in dieser Kneipe. Was neben der großen Waffenauswahl sehr cool ist bei Fallout Brotherhood of Steel, ist die liebevolle Ausstattung der Levels auf jeden Fall und die ziemlich zahlreichen, geilen, abwechslungsreichen Gegner. Vor allem Leute, die schon mal ein Fallout-Rollenspiel auf dem PC gespielt haben, werden, auch wenn es natürlich extrem simpel ist im Vergleich zu den PC-Rollenspielen, durchaus ihren Spaß hier haben, weil man einfach so wahnsinnig viel wiedererkennt und weil der Humor stimmt. Der Humor ist nämlich ähnlich derbe und zynisch wie in den alten PC-Vorlagen. Etwas spärlich dagegen, der Rollenspielanteil. Attribute gibt's nicht. Wenn ihr in einer Erfahrungsstufe aufsteigt, verteilt ihr lediglich ein paar Punkte, so wie hier, auf diverse Spezialfähigkeiten. Das war's schon. Schade, da hätte man auf jeden Fall sicherlich auch in so einem Action-Rollenspiel mehr machen können. Zwischendurch tretet ihr immer mal wieder gegen diverse Endgegner an. Die erkennt ihr normalerweise an diesem extra Gesundheitsbalken, den ihr unten am Bildschirmrand seht. Ui, hier haben wir vielleicht eine etwas zu harmlose Waffe ausgewählt. Deshalb erstmal ein bisschen weggelaufen. Das ist ein Fall fürs Turboplasma-Gewehr. Die deutsche Übersetzung ist mittelmäßig. Sie rangiert von ganz guten Sprechern bis zu katastrophalen. Übersetzungsfehler hat es ein paar kleine, insgesamt aber durchaus spielbar. So, das Monster haben wir jetzt hier mal platt gemacht. Und was kam dabei raus? Der hatte vorher einen Wissenschaftler verschluckt und der hatte eine Konsolenmagnetkarte dabei. Mit der können wir jetzt zum Levelausgang. So sind in der Regel die Rätsel in Anführungsstrichen bei Fallout gestrickt. Allzu viel ist da nicht. Insgesamt ist Fallout fette Action mit ein paar Alibi-Rollenspielanteilen in einem coolen Szenario mit coolem, derben Humor und besonders für Leute zu empfehlen, die gerne mal zu zweit spielen. Alles, was ich hier gerade mache, kann man nämlich auch im Koop-Modus zu zweit gemeinsam spielen. Im Bild seht ihr übrigens die PlayStation 2-Version des Spiels. Für Xbox kommt's auch. Die Xbox-Version lag uns aber zum Zeitpunkt, als wir dieses Video erstellt haben, noch nicht vor. So Leute, passt gut auf, denn jetzt wird es etwas kompliziert. In dem Rollenspiel .hack schlüpft ihr in die Haut des 14-jährigen jungen Kite. Der wiederum spielt das Online-Rollenspiel The World. Das Geschehen findet in .hack also auf zwei virtuellen Ebenen statt.
Wenn ihr diese Benutzeroberfläche bedient, habt ihr Zugriff auf Kals Computer. Ihr könnt zum Beispiel E-Mails abrufen, die ihr von anderen Mitspielern oder der Spielleitung bekommt. Als nette Dreingabe bekommt ihr auch aktuelle News aus dem Jahr 2007. Von dieser Benutzeroberfläche aus könnt ihr euch dann in The World einloggen. Das Online-Rollenspiel wird wie gesagt komplett simuliert und ihr braucht keinen Netzwerk- oder Online-Adapter. Versprochen! Ein enorm wichtiger Bestandteil eines Online-Rollenspiels ist die Zusammenarbeit in der Gruppe. In Dotag lernt ihr nach und nach andere Spieler kennen, mit denen ihr dann gemeinsam auf Streifzug durch The World gehen könnt. Da wir die nächste Aufgabe jetzt zum Beispiel nicht alleine angehen wollen, rufen wir einfach mal Black Rose hinzu. Um einen Mitspieler und Freund von Kite dreht sich auch die Geschichte von Dotag. Der sehr erfahrene Orca wurde von einem mysteriösen Monster besiegt und ist merkwürdigerweise auch in der Realität ins Koma gefallen. Um die Hintergründe dieses Vorfalls aufzudecken, ziehen wir jetzt mit Black Rose in die Schlacht. Das innovative Spielprinzip von Dotag ist eine echt gute Idee und verdient ein großes Lob. Das Problem von Dotag sehen wir eher darin, dass das eigentliche Rollenspiel The World einen Tick zu einfach gestrickt ist und dabei auch noch ziemlich mittelmäßig aussieht. Wie ihr zum Beispiel gerade sehen könnt, ist die Wanderung über die Oberfläche eines Levels eine grafisch eher matschige Angelegenheit. Die roten Blitze sind allerdings gewollt und sollen Serverprobleme darstellen. Auch in den Dungeons hat das Spiel ein Problem. Dass deren Design ziemlich linear ist und dass die Kämpfe sich zum Großteil auf Drücken des B-Knopfes beschränken. Das können wir ja noch verschmerzen. Dass allerdings eine Kameraführung seitens des Spiels praktisch nicht existent ist und wir ständig nachjustieren müssen, das ist ein echter Schwachpunkt. Trotz kleiner Schwächen ist Dotag gerade für Fans von japanischen Rollenspielen im Anime-Stil einen Blick wert. Obwohl man beim prominenten Titel automatisch an ein komplexes Rollenspiel denkt, ist Final Fantasy Crystal Chronicles für den GameCube etwas völlig anderes. Es handelt sich dabei nämlich um ein Action-Adventure für bis zu 4 Spieler gleichzeitig. Bevor wir allerdings zum Mehrspielerteil kommen, zeige ich euch erstmal ein bisschen, wie das Ganze aussieht, wenn ihr alleine loszieht. Die Story des Spiels besagt, dass die Atmosphäre eurer Heimatwelt vergiftet wurde. Um euch frei bewegen zu können, müsst ihr ständig einen Kristalleimer mit euch führen. Das ist das Ding, das das fliegende Wollknäuel da mit sich rumschleppt. Verlasst ihr den schützenden Radius des Kristalltopfes, bekommt ihr Energie abgezogen. Über Sinn und Unsinn dieses Schutzkreises kann man geteilter Meinung sein, im Prinzip ist es aber nichts weiter als ein Trick der Programmierer, um euch im Mehrspielermodus zusammenzuhalten. Das hier ist übrigens das Inventar. Hier könnt ihr Ausrüstung wechseln, Gegenstände benutzen oder Zaubersprüche auswählen. Und hier ist der eigentliche Grund für euer gefährliches Abenteuer. Ihr schlagt euch nämlich nicht durch dunkle Höhlen und finstere Wälder, um euch persönlich zu bereichern, sondern ihr müsst Tautropfen einsammeln, um den Kristall eures Heimatdorfes zu stärken. Das Zauberwasser ist allerdings hart umkämpft. Um ranzukommen, müsst ihr in jedem Dungeon einen dicken Endgegner platt machen. Habt ihr 3 Tropfen gesammelt, werdet ihr automatisch zurück ins Dorf gebeamt. Dort gibt's dann ein großes Fest und es vergeht ein Jahr, bevor ihr weiterziehen dürft. Aber auch ohne Wundertau könnt ihr euch jederzeit zu Hause blicken lassen. Beispielsweise, um eure Familie zu besuchen. Da gibt's dann schon mal Geldgeschenke oder hilfreiche Tipps. Zu Beginn des Spiels legt ihr außerdem Berufe für eure Eltern fest. Mein Vater ist hier beispielsweise Schmied, deshalb kann ich von unterwegs Metalle mitbringen und mir daraus starke Waffen machen lassen. Das ist die Oberwelt. Hier bewegt ihr euch mit eurem Wagen von Ort zu Ort und ruft das Spielmenü auf, um beispielsweise Freunde dazu zu holen. Das hier ist natürlich nicht alles, die Welt ist nämlich noch viel, viel größer. Der Einzelspielermodus ist ganz nett, aber leider keine Spielspaß-Offenbarung. Dazu sind die Levels einfach nicht komplex genug, die Feinde etwas zu dumm und die Rätsel verdienen eigentlich ihren Namen nicht. Außerdem nervt die Sache mit dem Schutzkreis. Aber werfen wir doch mal einen Blick auf den Mehrspielermodus. Wir ziehen hier zu viert los und müssen als erstes einen Topfträger auswählen.
Bernd protestiert zwar erst noch ein wenig, findet sich dann aber schließlich mit seiner Rolle ab. Er ist jetzt dafür verantwortlich, dass der Schutzkreis immer die gesamte Party umschließt. Und hier haben wir auch schon ein kleines Schalterrätsel, das nur im Mehrspielermodus zu lösen ist. Es gibt zwei Schalter, die muss man gleichzeitig betätigen. Dann fährt die Zugbrücke runter. Dummerweise ist der Weg aber immer noch versperrt und deswegen gehen wir einfach in die andere Richtung. Im Prinzip läuft der Mehrspielermodus genauso ab wie das Solo-Abenteuer. Allerdings mit einer kleinen Einschränkung. Spielt ihr nämlich alleine, könnt ihr ganz normal den Controller benutzen. Ab zwei Spielern braucht allerdings jeder Teilnehmer einen GBA samt zugehörigem Linkkabel. Ein solches GameCube GBA Linkkabel liegt der Erstauflage des Spiels bei, den Rest müsst ihr dazu kaufen. Das heißt im Klartext, falls ihr mit drei Kumpels losziehen wollt und keiner von euch einen GBA besitzt, kommen nochmal Folgekosten in Höhe von etwas mehr als 400 Euro auf euch zu. Ob sich das wirklich lohnt, muss jeder für sich entscheiden. Tatsache ist jedoch, dass Crystal Chronicles mit ein paar Kumpels deutlich mehr Spaß macht als alleine. Auch Heldinnen haben ein schweres Leben. Denn bevor sie sich aufmachen können, das Böse zu besiegen, müssen sie die größte Herausforderung des Tages meistern. Frühmorgens aus den Federn zu kommen. Noch etwas unsicher auf den Beinen, torkelt sie unentschlossen hin und her, dann riecht sie frischen Kaffeeduft. Wie gut, dass Mr. Shanks seinen Laden mitten in den Quartieren hat. Hier deckt sich Yuna, die viele von euch noch aus Final Fantasy X kennen, mit Aufputschmitteln ein, um den Tag zu überleben. Erst auf dem Weg zur Kommandobrücke dämmert es ihr. Hoppla, was der sagte, war ja mit deutschen Untertiteln unterlegt. Nun, es hat lange gedauert, aber endlich wird Final Fantasy X-2 auch in Europa veröffentlicht. Was ihr hier seht, ist die Kommandobrücke des Luftschiffs Celsius, auf dem Yuna 2 Jahre nach der Vernichtung Sins lebt. Yuna und ihre beiden Freundinnen Riku und Pain sind jetzt Spherojäger und bereisen die ganze Welt auf der Suche nach den kleinen leuchtenden Kugeln, die Videoaufzeichnungen enthalten. Auf dieser Weltkarte könnt ihr beinahe jederzeit euren nächsten Zielort anwählen. Die Sterne unten im Bild geben den Schwierigkeitsgrad der Kämpfe im Gebiet an. In markierten Orten finden haupthandlungsrelevante Ereignisse statt. Es lohnt sich aber immer, Orte anzusteuern, in denen derzeit keine Missionen angeboten werden, sonst würdet ihr Szenen wie diese verpassen. Durch Final Fantasy X-2 werdet ihr anhand von Missionen geführt. Eine kurze Beschreibung erklärt euch, was zu tun ist. Zwischen den Missionen könnt ihr tun und lassen, was ihr wollt. Zum Beispiel die Stadt Luca besuchen. Final Fantasy X-Veteranen werden schnell feststellen, so ähnlich sah Luca doch schon im Vorgänger aus. Das stimmt. Square Enix hat sich vor allem auf bekannte Orte aus dem Vorgänger konzentriert und diese durch Zusatzgebiete wie weitere Höhlen oder Teilabschnitte erweitert. Dafür ist sehr viel mehr los als im Vorgänger. Überall gibt es etwas zu entdecken oder Minispiele zu meistern. Am besten hat uns das Spiel Revolverheldin gefallen. Yuna muss, mit Pistole und 4 verschiedenen Munitionsarten bewaffnet, in 7 Minuten so viele Monster wie möglich erschießen. Tötet sie genügend Feinde, ohne dabei selbst getroffen zu werden, so füllt sich der Balken unten im Bild. Je voller der wird, desto mehr Punkte erhält Yuna. Besiegte Gegner hinterlassen Schatztruhen mit neuer Munition. Die Jagd nach neuen Highscores kann für Stunden motivieren. Doch was wäre ein Final Fantasy ohne die Zufallskämpfe, die euch ständig in den monsterverseuchten Wäldern und Höhlen erwarten? Das rundenbasierte Kampfsystem aus dem Vorgänger hat ausgedient und wurde durch eine deutlich hektischere Variante ersetzt. Meist reicht es jetzt, mit starken Nahkämpfern auf die Feinde einzudreschen. Richtige Taktik ist nur selten erforderlich, vor allem bei den Endgegnern. Nach dem Kampf erhalten die 3 Heldinnen Erfahrungspunkte und Geld. Kompliziertes Aufstufen mit dem Ferrobrett fällt somit weg. Bevor wir uns diesem Endgegner stellen können, müssen wir mit einem neuen Spielelement zurechtkommen, dem Springen. Dummerweise ist gerade das recht hakelig geworden, denn nur, wenn ihr am richtigen Absprungpunkt die X-Taste drückt, springt Yuna. Sonst verliert sie für kurze Zeit das Gleichgewicht. Na also, geht doch.
Bei Bosskämpfen empfiehlt es sich, eine Taktik zu haben. Yuna ist diesmal eine kampfstarke Berserkerin, Pain ist als Schwarzmagierin unterwegs und Rico hat die Weißmagierkutte angelegt. Ups, das lief wohl nicht so gut. Pain bereitet in der Zwischenzeit einen Wasserzauber vor. Es dauert eine Weile, bis der einsatzbereit ist. Da mit Magie dem Viech offensichtlich nicht beizukommen ist, rufen wir schnell mit der L1-Taste ein Menü auf, mit dem ihr die Charakterklasse jederzeit im Kampf wechseln könnt. Aus der schwächlichen Magierin wird so in wenigen Sekunden eine muskelprotzende Berserkerin. Das Kampfsystem wirkt hier recht hektisch, lässt sich aber leicht kontrollieren, zumal ihr behutsam eingeführt werdet. Im Optionsmenü lässt sich außerdem die Schnelligkeit des Kampfablaufs einstellen. Außerdem könnt ihr wählen, ob das Spiel pausieren soll, sobald ihr im Kampf Menüs aufruft. Das kann bei schweren Kämpfen sehr entlastend sein. Zum Abschluss zeigen wir euch noch, wie gut die PAL-Anpassung von Final Fantasy X-2 gelungen ist. Links seht ihr Final Fantasy X-2, rechts im Vergleich Final Fantasy X. Tja, die traurige Wahrheit wird sofort klar. Die PAL-Balken von X-2 sind um keinen Millimeter kleiner als die von Final Fantasy X. Weitere Infos über das Spiel und die deutsche Version lest ihr im Heft. Ein herzliches Hallo an alle Freunde des gepflegten westlichen Rollenspiels. Mit der Game of the Year Edition von The Elder Scrolls 3 hat Ubisoft ein echtes Riesenpaket geschnürt. Auf der DVD ist nicht nur das für sich schon gigantisch große Spiel Morrowind, sondern auch noch die Erweiterungen Blood Moon und das Tribunal erhalten. Zum Spielprinzip gibt es zwei grundlegende Dinge zu sagen. Erstens, ihr bewegt euch auf einem riesigen Kontinent, der frei begehbar ist. Ihr reist also nicht auf einer Karte von Ort zu Ort, wie man das aus anderen Rollenspielen kennt. Es stehen zwar, wie ihr seht, ein paar Schilder in der Gegend herum, aber laufen müsst ihr schon allein. Um abzukürzen, könnt ihr vielleicht im weiteren Verlauf des Spiels irgendwann zaubern oder einen Schlickschreiter nehmen, das ist so eine Art Riesenkäfer, aber das kostet auch was. Der zweite wichtige Punkt ist die enorme spielerische Freiheit. Ihr habt nicht nur eine große Auswahl, was eure Rasse oder Charakterklasse betrifft. In diesem Spiel bestimmt ihr selbst, was ihr macht und wie ihr es macht. Es gibt zum Beispiel eine groß angelegte Hauptgeschichte. Wenn ihr auf die aber keine Lust habt, dann macht ihr eben was anderes. Es gibt unzählige Unteraufgaben oder ihr geht eben Perlen tauchen, jagt ein paar Räuber aus der Höhle oder steigt in den Rauschgifthandel ein. Entscheidend ist auch, wie ihr es macht. Wenn ihr den strahlenden Ritter spielt, werden euch die Leute zu Füßen liegen. Seid ihr aber ein finsterer Meuchelmörder, dann wird niemand mehr mit euch reden wollen. Jetzt zeigen wir euch einen Ort, der durch die Erweiterung Blood Moon dazu gekommen ist. Die verschneite Insel Solstheim. Dort lebt unter anderem ein Stamm des Nordvolkes, die dezent an Wikinger erinnern. Außerdem gibt es dort jede Menge Wölfe und Bären. Dort hinten um die Ecke steht ein etwas unvorsichtiger und leicht bekleideter Berserker, der uns gleich angreifen wird. Also können wir euch das Kampfsystem demonstrieren. Geklopft wird sich dabei in Echtzeit. Mit der rechten Schultertaste führt ihr Schläge aus, geblockt wird von alleine. Und das war's schon. Und weil der Kerl einen so schönen Bärenhelm trägt, nehmen wir den doch einfach mal mit. Gleich zwei gute Nachrichten gibt es jetzt für all diejenigen, die Morrowind schon früher gespielt haben. Erstens, ihr könnt eure alten Spielstände auch in der Game of the Year Edition benutzen. Und kaum hatte ich meinen alten Krieger geladen, wurde ich auch schon von einem Meuchelmörder attackiert. Und um dieser Verschwörung auf den Grund zu gehen, wird man, Achtung, zweite gute Nachricht, ans Festland teleportiert. Und zwar in die Stadt Gramfeste. Leider kann man aus dieser nicht raus, da sich die Tore einfach nicht öffnen lassen wollen. Und da auch Videospielredakteure manchmal eitle Hände sind, zeige ich euch jetzt noch meine umfangreiche Waffensammlung. Die übrigens in dem Haus liegt, das ich mir für viel Geld habe bauen lassen. Ein gutes Beispiel dafür, was in diesem Spiel alles möglich ist. Champions of Norrath ist ein Ableger des beliebten Online-Rollenspiels EverQuest. Allerdings hat es mit dem Originalspiel herzlich wenig zu tun. Vom Spielprinzip her fällt es nämlich eher in die Sparte von Action-Rollenspielen wie Baldur's Gate Dark Alliance und Dungeons & Dragons Heroes. Will heißen, ihr wählt euch eine von 5 Charakterklassen aus und zieht hinaus in die Welt von Norrath, um Horden von Monstern zu töten und Schätze einzusammeln. Während ihr also fröhlich Monster schlachtet, begegnet ihr immer wieder einigen Nichtspielercharakteren, die eine Aufgabe für euch haben. Diese Mission müsst ihr erledigen, um weiterzukommen.
Hier gibt uns beispielsweise gerade ein Elf die Aufgabe, von Orks und Goblins aufgestellte Katapulte zu zerstören, bevor wir einen Schritt weitergehen dürfen. Rein zufällig stehen neben den Katapulten Wagen mit hochentzündlichem Material und so jagen wir die Kriegsgeräte einfach in die Luft. Wie ihr seht, die Missionen sind nicht besonders anspruchsvoll und beschränken sich häufig auf zerstöre dies, töte jenes oder suche diese Person. Auf eurem Weg durch Norrath gibt es drei wichtige Einrichtungen, die ihr immer wieder nutzen werdet. Das erste sind diese Speicherpunkte. Nach eurem Tod erscheint ihr am zuletzt passierten Speicherpunkt wieder. Das zweite sind diese Portale. Sie werden beim Vorbeilaufen aktiviert und ihr könnt zwischen allen aktivierten Portalen hin und her beamen. Das dritte und letzte ist der hiesige Händler, bei dem ihr allen eingesammelten Kram verkaufen und euch mit Heiltränken, Waffen und Rüstungen versorgen könnt. Da euer Charakter nicht allzu viel mitschleppen kann, ist es wichtig, hier immer wieder mal das Inventar gegen Goldmünzen zu leeren. Zum Glück könnt ihr Teleportschriftrollen kaufen, die euch genau vor den Händler teleportieren. Wenn euer Charakter eine bestimmte Anzahl an Erfahrungspunkten gesammelt hat, steigt er oder sie eine Stufe auf. Nach einem Stufenanstieg bekommt ihr zunächst drei Punkte, die ihr auf die Attribute Stärke, Intelligenz, Gewandtheit und Ausdauer verteilen könnt. Dann erhaltet ihr noch einen Punkt, den ihr in einer Spezialfähigkeit stecken dürft. Wer Diablo 2 auf dem PC gespielt hat, dem wird das Fertigkeitensystem sehr bekannt vorkommen. Um bestimmte Fertigkeiten zu erlernen, müsst ihr erst eine gewisse Stufe erreicht und mindestens einen Punkt in vorhergehende Fertigkeiten verteilt haben. Jede Charakterklasse hat andere Spezialfähigkeiten. Meine dunkelelfische Schattenritterin hier ist beispielsweise spezialisiert im Wiederbeleben von Toten und im Vergiften. Ich kann immer zwei Zaubersprüche auf Schnelltasten legen. Welche ich aktiv haben möchte, wähle ich mit dem Digitalkreuz aus. Ein Spruch liegt auf Kreis, der andere auf Dreieck. So kann ich leicht für jede Situation den richtigen Spruch wählen. Im Solo-Modus macht Champions of Norrath trotz des sehr simplen Spielprinzips sehr viel Spaß. Noch viel mehr Spaß macht es allerdings im Mehrspieler-Modus, indem ihr mit bis zu vier Leuten entweder online an vier oder offline an einer Konsole kämpfen könnt. Ein paar wenige Nachteile beim Spiel zu viert sind einmal der häufige Mangel an Heil- und Mana-Tränken, den ihr aber mit einem regelmäßigen Besuch beim Händler leicht umgehen könnt, und die Tatsache, dass ihr häufig auf eure Kumpels warten müsst, wenn sie entweder einen Stufenanstieg machen oder neu aufgesammelte Gegenstände in Augenschein nehmen wollen. Alles in allem ist Champions of Norrath ein sehr kurzweiliges Action-Rollenspiel, das euch für eine ganze Weile beschäftigen dürfte. Langzeitmotivation ist damit gegeben, dass ihr mit ein und demselben Charakter in drei ansteigenden Schwierigkeitsgraden durchs Spiel rennen könnt und noch vier weitere Charakterklassen zum Ausprobieren habt. Hallo und willkommen in der Welt von Sudeki. Wir steigen direkt ein. Wir sind hier in der Stadt Transensias, eine der Städte, die ihr im Spiel besucht. Zur Story: Wir sind auf der Suche nach einem Kristall. Mehr will ich auch gar nicht sagen und verraten. Insgesamt ist die Story recht belanglos, aber ganz nett. Kann aber bei weitem nicht mit hochklassigen Japano-Rollenspielen mithalten. Ihr habt insgesamt vier Charaktere. Das hier ist Elko, einer von denen. Ansonsten noch Tal, Eilish und Buki. Die beiden anderen kommen hinterher noch dazu. Jeder der Charaktere hat eine spezielle Fähigkeit, auch dazu kommen wir später noch. Wir gehen erstmal zu dem, was Sudeki am meisten auszeichnet, nämlich das brillante Kampfsystem. Die Kämpfe laufen in Echtzeit ab. Ihr könnt jederzeit zwischen den Charakteren hin und her wechseln. Wenn ihr auf Menüs zugreift, um beispielsweise Spezialfähigkeiten wie hier diesen Schild einzusetzen, geht der Kampf weiter, wird aber stark verlangsamt. So, wir haben jetzt mal zu Elko geschaltet. Dort machen wir erstmal eine Spezialfähigkeit, nämlich Nanoverstärkung. Das bedeutet, unsere Gruppe richtet mehr Schaden an. Und danach werdet ihr sehen, wenn ihr mit einem eurer Fernkämpfer zu Werke geht, wie zum Beispiel Elko, dann schaltet das Geschehen in eine Ego-Perspektive und ihr spielt die Kämpfe quasi wie einen Ego-Shooter. Mit euren Nahkämpfern läuft es ein bisschen anders. Da geht es darum, im richtigen Rhythmus die beiden Angriffstasten zu kombinieren und zu Kombos zu verknüpfen. Den Kombo-Balken seht ihr unten links im Bild. Wenn ihr nicht gerade kämpft, löst ihr oft recht anspruchslose, aber sehr nett inszenierte Rätsel.
Dazu benötigt ihr eigentlich immer die Spezialfähigkeiten eurer einzelnen Charaktere. Eilish zum Beispiel kann solche gelb schimmernden Stellen entzaubern und das dahinterliegende Reale freilegen. Hier haben wir jetzt den Schalter gedrückt und sehen, oho, die Brücke ist nur halb oben. Es muss also noch einen anderen Schalter geben. Deshalb wechseln wir jetzt zu Buki. Buki kann an speziell markierten Stellen an den Wänden lang klettern. Und mit der klettern wir jetzt runter, drücken den anderen Schalter und dann geht auch der Rest der Brücke hoch. Hier die Spezialfähigkeit von Tal im Einsatz. Er kann die berühmten Kisten schieben und baut damit hier eine Brücke, über die Buki dann laufen kann. Seid ihr nach den Kämpfen wieder in einer Stadt angekommen, dürft ihr überschüssige Wertgegenstände verkaufen und mit dem erwirtschafteten Geld zum Beispiel eure Waffen aufrüsten, indem ihr sie mit Verzauberungen verseht. Der Planet Sudeki ist in zwei Teile gespalten. Ihr beginnt das Spiel in dem hellen und freundlichen Teil, den ihr eben gesehen habt. Später geht es in die Parallelwelt Akloria, der das Licht fehlt. Quasi eine düstere, dunkle Spiegelwelt der Anfangswelt. Silent Hill lässt grüßen. Außerdem, zwischendurch geht es auch noch in ein mysteriöses Schattenreich voller Geisterwesen. Und ich denke, bis hierhin ist es schon klar geworden, grafisch hat Sudeki einiges zu bieten. Leider steht dem die extrem mäßige deutsche Synchro entgegen, das finden wir sehr schade. Alles weitere, alle Details lest ihr im Test im Heft. Wir verabschieden uns aus der Welt von Sudeki mit noch ein paar netten Szenen aus den Kämpfen. Hier wieder das Kombosystem. Da Blocken nicht so mein Ding ist, wechseln wir lieber zu Eilish, einer anderen Fernkämpferin. Und auch mit der machen wir noch eine Spezialfähigkeit. Hier seht ihr jetzt mal das Zielen für eure Kampffertigkeiten in Aktion. Wir wählen den hier, ihr seht diesen roten Kreis und ihr habt eine kurze Zeit, um die Gegner anzuvisieren und dann bringen eure Leute los. Wer gerne einen Blick in unsere Zukunft werfen möchte, der sollte sich die folgenden Szenen nicht entgehen lassen. Hauptdarsteller Fate Laingod macht zusammen mit seinen Eltern und seiner Jugendfreundin Sophia einen Urlaub auf dem sonnigen Planeten Haida. Fast das komplette Spiel ist vertont. Die Sprachausgabe ist im Vergleich zu Tales of Symphonia schwach, aber brauchbar. Das Luxusleben mit Videospielen und Flirts endet jedoch schon bald, denn Fate stürzt mit einer Raumkapsel auf einem unterentwickelten Planeten ab. Die Kapsel ist Schrott und die Bewohner sind in Sachen Technik etwas unbedarft. Hier sind wir im Dorf Whipple. Ihr könnt mit den Bewohnern quatschen, Ausrüstung kaufen oder nach verborgenen Schätzen suchen. Fate besucht im Laufe seiner Reise mehrere Welten, auf denen erheblich mehr los ist als hier. Euer Weg führt euch natürlich auch in jede Menge monsterverseuchter Höhlen, Verliese, Schlösser und Ruinen. Die Kamera ist überall frei drehbar, lässt sich aber nicht zoomen. Weil sie manchmal sehr nahe am Hauptcharakter klebt, leidet gelegentlich die Übersicht. Erfreulicherweise gibt es in Star Ocean keine Zufallskämpfe. Alle Gegner sind auf der Karte zu sehen und lassen sich problemlos umgehen. Kommt es dennoch zum Kampf, werdet ihr in eine Art Kampfarena transportiert, in der sich Freund und Feind in Echtzeit verprügeln. Ihr könnt euch im Kampfgebiet frei bewegen und eure Gegner wahlweise mit leichten oder starken Attacken behaken. Wenn ihr geschickt zwischen beiden Angriffsarten wechselt, lassen sich die meisten Gegner leicht besiegen.
Nach jedem Kampf gibt es Erfahrungspunkte und Geld. Später sind bis zu 3 Kämpfer gleichzeitig aktiv. Ihr kontrolliert immer einen Charakter, die anderen werden vom Computer gesteuert. Mit Kommandos wie greift mit aller Macht an, verwendet keine Magie oder tut gar nichts, gebt ihr euren Freunden eine generelle Richtlinie an. Ihr müsst nicht den ganzen Kampf lang einen bestimmten Charakter steuern, sondern könnt jederzeit per Knopfdruck wechseln. Hier lassen wir Nell einen Heilzauber aussprechen. Beim Menüaufruf stoppt die Zeit, sodass es keinen Stress bei der Auswahl des Zaubers gibt. Rechts oben seht ihr die Heat-Anzeige. Die füllt sich durch erfolgreiche Attacken allmählich auf. Was passiert, wenn sie voll ist, seht ihr nun. Es kommt zum Bonus-Battle. Je mehr Kämpfe ihr ohne größere Fehler meistert, desto zahlreicher werden die Boni. In diesem Fall haben wir eine erhöhte Chance auf einen Gegenstand nach dem Kampf und erhalten dicke Erfahrungs- und Geldboni, sodass Fate nach diesem Kampf gleich 2 Level aufsteigen kann. Für Entdecker hat Star Ocean einiges zu bieten. Neben umfangreichen Bonus-Dungeons, die vor mächtigen Übergegnern nur so strotzen, gibt es die Battle-Trophies. Um die zu erhalten, müsst ihr Aufgaben in den Kämpfen erfüllen. Sammelt ihr mehrere Trophies, werden neue Kostüme und der höchste Schwierigkeitsgrad freigeschaltet. Zum Abschluss noch eine Besonderheit von Star Ocean. Wer keine Magiepunkte mehr hat, stirbt. Das gilt auch für Gegner. Fate belegt per Tastenkürzel sein Schwert mit einem Feuerzauber, um Magieschaden anrichten zu können. Nach wenigen Treffern ist der Boss beseitigt. Star Ocean ist ein umfangreiches Rollenspiel, in dem es viel zu entdecken gibt. Die Grafik ist hübsch, das Kampfsystem funktioniert und für Entdecker wird viel geboten. Mehr Infos findet ihr im Heft. That was fun. All right, looking good. Herzlich willkommen zum Test von Der Herr der Ringe, das dritte Zeitalter. Anders als bei den bisherigen Lizenzversoftungen hat sich Electronic Arts diesmal für ein Rollenspiel entschieden. Und zwar wandelt ihr mit bisher unbekannten Helden auf den Pfaden von Aragorn und Co. Hier befinden wir uns gerade in den Höhlen von Moria und wie ihr seht, hat man sich bei den Details etwas zurückgehalten. Allerdings kann man das von der Story nicht behaupten, denn die ist richtig gelungen mit unerwarteten Storywendungen und vielem mehr. Ups, der Orkmagier hat uns ja ganz schön kräftig erwischt. Dann wollen wir den angeschlagenen Kollegen mal durch unsere Elfenmagierin ersetzen. Diese kontert mit einer kräftigen Attacke Wassermagie. Einigen unter euch wird es schon aufgefallen sein. Electronic Arts hat fast 1:1 von Final Fantasy X geklaut und das gesamte Kampfsystem übernommen. Das stört aber nicht weiter, da die Präsentation wirklich großartig ist, wie ihr in den folgenden Kämpfen sehen werdet. Mittlerweile haben wir uns auf der PlayStation 2 bis nach Minas Tirith vorgekämpft. Wie ihr gleich sehen werdet, haben wir schon einige eindrucksvolle Zauber gelernt. Abseits der zahlreichen Kämpfe seid ihr natürlich auch immer wieder zu Fuß unterwegs, um zum nächsten Rätsel zu gelangen. Dabei schaltet ihr zahlreiche Zwischensequenzen frei, wie wir euch hier zeigen. Ihr werdet gebraucht! Reitet nach Helms Klamm! Der König von Rohan hat einen Sohn, Theodred. Sein Neffe Eomer wurde verbannt. Seine Nichte Eowyn ist eine Schildmaid Rohans. Ja, ihr habt richtig gesehen. In diesem Kampf stehen wir tatsächlich auf Seiten der bösen Uruk-hai. Denn im sogenannten Schattenmodus dürft ihr jedes Level noch einmal mit den bösen Schergen durchspielen. Samt Obermotze und allem drum und dran. Ein höchst cooler Modus, wie wir finden. Sehen wir uns nun noch kurz die Charakterentwicklung an. Hier sind wir gerade aufgestiegen und verteilen die Punkte auf die verschiedenen Attribute der Charaktere. Rechts auf der Seite seht ihr übrigens, gegen was der jeweilige Held besonders oder weniger anfällig ist. Kommen wir zum Schluss noch zum Direktvergleich der Konsolen. Hier seht ihr die GameCube-Version. Wie gewohnt kann Nintendos Würfel sowohl optisch als auch technisch mit den anderen beiden Versionen mithalten. Sehen wir uns noch kurz einen Angriff an, dann geht's auch gleich weiter zur Xbox-Version.
Wie ihr sehen könnt, ist auf der Xbox-Version die Grafik noch ein Stückchen detaillierter und genauso wie beim GameCube bleibt auch die Framerate bei heftigeren Endgegnern stabil. Auf der PlayStation 2 kann es da schon hin und wieder zu Rucklern kommen. Zum Schluss sehen wir uns auch nochmal die PS2-Version an, damit ihr den Direktvergleich habt. Hier ist allerdings von der Framerate her noch alles in Ordnung. Zum Schluss bleibt noch zu sagen, dass vor allem die THX-Abmischung auf allen drei Systemen super gelungen ist und einen Großteil zur Atmosphäre beiträgt. Bis zum nächsten Mal. Let's have someone else answer the question. Ob im Fantasy-Reich oder in der realen Welt, alle Schulen haben offenbar etwas gemein. Langweilige Lehrer. Lord, der Hauptcharakter aus Namcos Gamecube-Rollenspiel Tales of Symphonia, tut sich auf jeden Fall schwer mit dem Aufpassen. Kein Wunder, dass er die erstbeste Gelegenheit nutzt, um mit seinen Freunden auf große Abenteuer zu gehen. In den hübschen Städten und Dörfern kauft ihr Vorräte, sprecht mit Bewohnern und erhaltet Aufträge. Verlasst ihr eine Stadt, geht es auf die Oberwelt. Die Kamera ist in Ortschaften und Dungeons fest eingestellt, auf der Oberwelt lässt sie sich drehen. Die dunklen Schatten sind Monster. Die sind zunächst recht friedlich und lassen sich leicht umgehen. Doch nach einer Weile werden sie rabiater und rennen auf euch zu. Holen sie euch ein, kommt es zum Kampf. Ihr steuert einen Charakter, die anderen drei werden vom Computer übernommen. Oder von Freunden, die aber nur in den Kämpfen mitspielen können. Auf dem 3D-Schlachtfeld geht es in Echtzeit zur Sache. Ihr visiert euren Wunschgegner an und prügelt auf ihn ein. Im Gegensatz zu Star Ocean könnt ihr euch aber nicht frei bewegen, sondern nur zum Gegner hin oder von ihm weg. In den Menüs legt ihr Spezialattacken auf Tastenkürzel, um sie im Echtzeitkampf schnell einsetzen zu können. Die ziehen dem Gegner nicht nur mehr Trefferpunkte ab, sondern lassen auch eure Trefferanzeige in die Höhe schnellen. Schafft ihr im Laufe eines Kampfes eine gute Trefferzahl, werdet ihr mit Erfahrungsboni belohnt. Kommt es hart auf hart, könnt ihr im Kampf jederzeit das Menü aufrufen. Das Spiel pausiert dann und ihr habt alle Zeit der Welt, um den passenden Heilgegenstand herauszusuchen oder eure Kampfstrategie zu ändern. In den vielen überschaubaren Dungeons gibt es immer wieder kleine Rätsel zu lösen. Meist spielt dabei der Mana-Ring eine wichtige Rolle. Normalerweise spuckt er Feuer, aber in fast jedem Dungeon findet ihr solche Gebilde, mit denen ihr die Funktion ändern könnt. Jetzt beispielsweise kann der Ring Elektrizität erzeugen. Tales of Symphonia ist ein actionreiches, großes Rollenspiel. Die unterhaltsam und amüsant erzählte Haupthandlung beschäftigt euch über 30 Stunden. Das Spiel wurde sehr gut eingedeutscht und hat keine PAL-Balken, läuft aber ein wenig langsamer als die US-Version. Wer sich mit dem Echtzeit-Kampfsystem und dem schönen Anime-Look anfreunden kann, der sollte bedenkenlos zugreifen.